Barrierefrei und CO2-neutral durch Wärmepumpe, das ist die neue Zulassungsstelle in Bad Wildungen. Darüber freut sich auch Tanja Burkhardt hier an ihrem Arbeitsplatz. Danke, das reicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen heute zum offiziellen Pressetermin im Rahmen der Neueröffnung nach Umbau der Kfz-Zulassungsstelle hier in Bad Wildungen. Ich freue mich, dass auch die Presse so mit Interesse hier heute anwesend ist und natürlich begrüße ich auch unseren Geschäftsführer der BKW, den Herrn Tent, und unseren Ordnungsamtsleiter, Herr Segler, und natürlich die Mitarbeiterinnen der Zulassungsstelle. Mir wurden so ein paar Eckdaten hier an die Hand gegeben, das ist vielleicht auch mal ganz interessant, ich fand es zumindest interessant. Die Zulassungsstelle ist nunmehr seit dem 1.10.1998 hier in Bad Wildungen vertreten und hat einheitliche Öffnungszeiten seitdem, von montags bis freitags, von 7.30 Uhr bis 15 Uhr, durchgehend wohlbemerkt. Also ne, keine Mittagspause oder so. Dann das heißt somit, dass wir kreisweit die längsten Öffnungszeiten bieten, auch gegenüber Battenberg. Und die anderen Zulassungsstellen wolle eben, wie gesagt, Battenberg wurde ja schon genannt, sind noch in Korbach, Frankenberg und in Bad Arolsen. Wir haben definitiv hier ein hoch engagiertes Team, immer mit drei Leuten standardmäßig besetzt, wobei ich jetzt mal die vier, die sich am meisten hervorgetan haben oder am längsten dabei sind, nennen möchte. Das ist einmal unsere Frau Pelke, die ist immerhin seit Anfang an, seit Oktober 1998 mit hier in den Rhein. Ja. Leider wird sie uns auch bald verlassen, aber ich denke mal, sie ist eine gesetzte Institution hier. Dann kommt schon die Frau Puchinger, die ist auch immerhin seit 11.2009 mit anwesend. Dann die Frau Burkhardt, seit September 2016. Und als Vertretungskraft war auch die Frau Hellenthal immer mal wieder mit anwesend. Zwischendurch waren auch andere hier, die ausgeholfen haben. Und Sie sind am kürzesten hier. Frau Möller vom Landkreis. Vom Landkreis. Aber Sie sind doch auch sonst, die waren doch schon öfter mal. Ich habe Sie doch hier schon mal gesehen. Ja, das kann ja schon sein. Dann können Sie ruhig mal mitarbeiten. Umzug wurde notwendig, weil die BKW drüben einfach mit dem Stadtbusunternehmen beziehungsweise mit unserem Busunternehmen Raumbedarf hatte. Das ist über die Jahre gewachsen und die Räumlichkeiten waren definitiv nicht behindertengerecht beziehungsweise barrierefrei. Das war eigentlich immer so das größte Argument oder das Hemmnis, was die Zugehbarkeit der Räumlichkeiten oben anbelangte. Und die Räumlichkeiten oben waren auch einfach für den Bedarf, und zu den Zahlen komme ich jetzt gleich, zu eng. Also man hatte da wenig Möglichkeit, da mal, sag ich mal, sich auch mal ein bisschen zurückzuziehen bei der Arbeit. Und zu den Zahlen sind ca. 12.000 Transaktionen jährlich, die hier abgearbeitet werden. So sagt es zumindest die Auswertung des Systems. Jetzt weiß ich nicht, wie es im Landkreis insgesamt das aussieht. Kann ich jetzt so nicht sagen. Davon 2019 5.500 Zulassungen und 3.700 Abmeldungen. Dadurch sieht man natürlich auch in den letzten Jahren, dass die Fahrzeugmenge insgesamt im Landkreis zugenommen hat. Wir haben mal hier eine Erhebung für Bad Wildungen gemacht. Also man sieht es ja auch an der Parkplatzsituation. Das ist deutlich. Ich kann mich an der Stelle hier nur ganz herzlich bei den Mitarbeiterinnen bedanken, natürlich auch beim Kreis, dass das damals so geklappt hat mit der Umsetzung der Zulassungsstelle, dass ein weiterer Standort zugelassen wurde. Und logischerweise kann ich mich auch bei den Leuten bedanken, die letztendlich dafür Sorge getragen haben, dass die Räumlichkeiten hier zur Verfügung gestellt wurden. Und die Umsetzung von der Planung an über die Bauphase bis jetzt zur Eröffnung war vorbildlich. Manche öffentliche Baustelle dauert wesentlich länger, und das Schöne dabei ist, es ist auch noch im Kostenrahmen geblieben. Und da ich wünsche vor allen Dingen Ihnen, euch, noch eine schöne Zeit hier in den neuen Räumlichkeiten. Hier und da wird es bestimmt noch ein bisschen Gewöhnungsbedarf geben. Und wenn die ersten Schulungen in den hinteren Räumen stattfinden werden, mit Führerschein eventuell, da wird man sich auch erstmal dran gewöhnen müssen. Aber ich glaube, das ist eine gute Synergie, die hier entsteht. Und ja,
viel Erfolg und gute Kundschaft, freundliche Kundschaft vor allen Dingen auch in den nächsten Jahren hier. Das wünsche ich uns. Ja, vielen Dank. Danke.